Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Topolis und ich bin sowas von, ich habe gerade sowas von Bock auf das Projekt, ne? Also, das nochmal ein kleines Infovideo, ich vermutlich wird Roleplay erst nach den Ferien kommen, weil, ja, da dann die meisten wieder online sind, also, Pochti zum Beispiel, Alter, geht's noch? Alter. Pochti, also bei Lex, sorry. Dann El Nautico. Ich hoffe, dass El Nautico noch mitmacht. Denn. Ja, ich hab einfach Bock, weil mit er macht sehr gut Roleplay. Ja, ich habe einfach Bock drauf, dass auf das Projekt gerade richtig. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber egal. Ihr seht, ich habe mein alles Textspeck drin. Weil momentan noch nicht also ich habe momentan noch keine Abstimmung bekommen. Und jetzt seht ihr, ich war meinen und oh mein Gott, 3 Dias. Oh, ja, genau, da. Ja, ich war meinen und hab dann dank der Mudtrucks jetzt hier die komplette Ding. Warum dank Mudtrucks? Ganz einfach, ich habe Dias gefunden, er ist zu mir gekommen, hat dann abgebaut. Mit seiner Glücks-3-Spitzhacke, glaube ich. Er hat auf jeden Fall eine Glücksspitzhacke. Und ja, die. Das ist mein wertvollen, also meine ganz, ganz wertvollen Truhe. Das ist nicht die geilste Verzauberung. Ups, warte mal, stimmt. Eine geilere Verzauberung habe ich auf dem hier. Fire Aspect und Schadens 4. Wobei, ja, es ist. Doch schon geiler. Wie viel Damage macht das eigentlich? Das macht sogar noch weniger als das dann, ne? Ah, egal. Vielleicht finden wir, wenn wir nochmal Dia-Schwert haben, dann könnten wir da nochmal verbessern und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie es läuft und. Okay, ich brauche Essen. Läuft so. Da habe ich jetzt nicht viel drauf. Flame und Punch. Nicht unbedingt so geil, aber egal. Mich kann es nicht aus der Ruhe bringen und ihr seht, mein Haus da dran ist immer noch nicht ganz fertig. Ist voll komisch, wieder mit diesem Kreis in der Mitte zu spielen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier hoch. Oben hat sich noch nichts getan. Hier denke ich, wird mein Bett draufkommen und alles. Und ich muss sagen, ich rede gerade richtig viel. Hihi. ja. Immer noch ganz sneaky. Und das Lapis habe ich jetzt nicht gefarmt. Also nicht alles. Aber komm, da endlich gleich nochmal Karotten. Zack. Zack, zack. Und dann wollte ich noch mal was ansprechen. Also genau, ich zeige euch ganz kurz, wo ich die Dinge habe. Aber ich möchte noch ganz kurz was ansprechen. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Designer. Also wenn ihr, also für Thumbnails, wenn ihr gut Thumbnails machen könnt, also gute Thumbnails machen könnt, dann wäre ich, wäre das sehr erwünscht. Wenn ihr Thumbnails machen könnt. Und es wird auf jeden Fall nochmal ein extra Video kommen. Oh, komm, YOLO. Alter, nicht dein Spitzhacke, jetzt verzaubern wir uns richtig armlos. Egal. Wir gehen ganz kurz mal in die. Genau, in die Nita XP Farm. Damit wir dann nochmal kurz. Damit wir dann nochmal kurz 30 Level haben. Und dann können wir mal die Dia Spitzhacke nochmal kurz upgraden. Also verzaubern. Ja genau, ich bin auf der Suche nach einem Designer. Warum? Ich habe meistens echt nicht die Zeit dafür, einen Thumbnail zu machen. Aber ich finde es echt ganz cool, ein Thumbnail. Und darum wäre ich natürlich sehr dankbar, wenn, wenn ich jemanden hätte, der mir dann immer Thumbnails macht. Wie gesagt, schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr es machen würdet. Dann schaue ich mir mal so ein Thumbnail an. Und wenn ich die cool finde, dann. Ah ja, die Gas, die können wir sowieso nicht ändern hier. Die sieht. Der macht mich trotzdem nervös. Bob. Los geht's. Action. Oh! Los. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit.
So, ganz kurz Rettung. Blöp. Oh! Entdeckung bringen. Sehr gut. Das ist gut. Jetzt sind die alle tot und wir springen erst jetzt mal runter. Und essen dabei im Fall. Boing. Ey, Leute. Boah, der regt mich schon die ganze Zeit auf. Habe ich ihn geschlagen? Jetzt habe ich geschlagen. Das ist gemein, ne? Aber egal. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Kurz nochmal hinsetzen. So. Alter, wie schnell die kaputt gehen. Ne, also ich sage das gerade natürlich Absicht, aber trotzdem, wir gehen richtig schnell kaputt. XP-chen, XP-chen, wir haben 28, wir gehen rein. Bäm, 30, perfekt. Oh. Also. So, rief mir mal Druck auf. Vielleicht Spuren. Genau, hier ist nochmal die Regeln, falls sich nochmal irgendjemand durchlesen möchte. Und hier muss ich nochmal einen Beruf hinschreiben, Polizist. Und ja, da ist ein Schweinchen, das töten wir jetzt. Lol, vielleicht lustig. Yo. Also hier ist nur Fire Aspect 1 drauf, aber dort stimmt schon mal gut. Ich weiß gar nicht, wer da wohnt. Das habe ich am Anfang schon gesehen. Keine Ahnung, egal, irgendjemand wohnt da. Oh, Pancho, das habe ich schon wieder. Ich mag mein Haus. Ganz toll. Ganz toll. Es war so toll, dass ich, Alter, keine Ahnung, dass ich, wenn irgendjemand das Haus kaputt macht, dass ich ihn töten würde, und zwar richtig töten. So, kurz rein, zack. Efficiency, Unbreaking. Ah, oh, ich glaube, das ist Efficiency. Fortune 2, okay. Geil, finde ich gut. Ich muss mal ganz kurz nochmal drauf gucken, habe ich nicht alles komplett gesehen. Wir haben Unbreaking 3, Efficiency 4 und Fortune 2, okay. Nee, wieder. Also immer wenn ich jetzt Sachen finde wie Kohle oder die, yes, dann nehme ich die Spitzhacke mit. Jau. Sehr gut. Jetzt ist schon wieder gewachsen. Gut, ich dachte, ich hab's kaputt gemacht. Genau. Mal kurz. Oh, die Spitzhacke ausprobieren. Alter! Lol, wie abgeht, ne? Und hat gar nicht seine Haltbarkeit abgezogen. What the fuck, Alter, wie die abgeht. Ich habe noch nie so eine Spitzhacke gehabt. What the fuck. Okay. Yo! Da war es eigentlich dann schon wieder von der Folge. Wie gesagt, Roleplay beginnt vermutlich nach den Ferien. Ich weiß nicht. Ich habe schon was für Roleplay. Habe ich schon gefunden. Also, was ist gefunden? Aber einen Polizeiauftrag habe ich schon. Allerdings, Weekend. Aber, ja, ich weiß nicht, ich muss mal mit ihm aufnehmen. Und dann brauchen wir natürlich nochmal jemanden. Und wer das ist, erfahrt ihr dann, wenn es weiter ist. Haha, verarscht. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Ciao.